Herzlich willkommen zurück zu Sunkenland. Ja, sehr gut. Ich freue mich sehr, dass der doofe ist. Ich bin gerade neu rein und meine angepinnten Baupläne sind nicht mehr da. So, ich muss jetzt erstmal schnell was essen. Ich glaube, das hat absolute Priorität. Ich habe nämlich noch kurz gepennt. Oh, das kann ich auch gleich essen. Ich habe nur noch kurz gepennt und dann. Warte mal. War ich natürlich wieder hungrig und durstig, wie das halt immer so ist, ne? Man kennt es. So, okay. Dann werde ich mal ganz kurz gucken. Wir brauchen nämlich beim Bauen. Ich möchte ja den Ofen haben, den pinne ich mir jetzt nochmal an. Die Waffenwerkstatt hat, glaube ich, jetzt keine Prio gehabt. Ich hätte natürlich dann auch gerne. Muss ich noch ein paar Sachen freischalten? Jetzt habe ich ja vergessen, ob ich das schon freigeschalten habe. Fortgeschrittener Wasserdestillator. Herd. Amboss, Rüstungswerkstatt. Ich hatte doch schon freigeschaltet. Den neuen Ofen, oder nicht? Mir ist so. Hier Essen. Einfacher Grill, einfacher Reiniger. Verbesserter Grill, genau den wollte ich haben. So, denn den klassischen Ofen, da müssen wir. Einfach nur farmen und so weiter. Okay, das kriegen wir hin, denke ich mal. Was habe ich denn noch genommen? Was war denn das? Hier Sauerstoff, glaube ich, war. Aber die muss ich ja erst erlernen, ne? Ich will diesen kleinen Lufttank haben und ich möchte die Luftfüllstation haben und den fortgeschrittenen Destillator, genau. Und dann kommt der Rest. Okay, so, jetzt will ich noch mal was gucken. Ich habe nämlich in einem anderen Let's Play gesehen, dass hier die Sachen immer nachgespawnt sind und das Holz einfach rumliegt und so. Und bei mir ist das halt gar nicht der Fall. Jetzt frage ich mich, warum ist das so? Warum ist das hier? Okay, das liegt jetzt hier rum, ja. Das ist hier nachgespawnt, aber das lag, glaube ich, vorher auch schon so rum. Ich guck mal kurz, ob ich hier ein bisschen was mitnehmen kann. Die Bäume spawnen nicht nach. Also nicht wirklich. So, aber hier diese Dinger. Wenigstens habe ich das. Okay, das kann ich einsammeln. Aber jetzt keine kompletten Baumstämme. Ja, keine Ahnung, warum das bei dem LP so war. So, die nehme ich auch noch eben mit. Haben wir schnell noch eine Nahrung. So, let's go. Ich habe ja gerade geschlafen. Leider bin ich dann erst um 9 aufgewacht und die Zeit rennt schon wieder. Ich hätte was vor heute. Und zwar würde ich gerne die Piraten da hinten oder diese komischen Dödel, die mich hier immer angreifen, die würde ich jetzt gerne von meiner Seite aus angreifen. Ich denke, das sind die, die immer hierher kommen, weil das ist der nächste Punkt. Und ich vermute mal, das sind die. Und wir versuchen mal mit der Armbrust heute und dem Schiffchen rüber zu tüdeln und da eine Runde. Nee, ich will nicht die Pilze. Nein, nicht die Pilze. Come on. Nicht die Pilze. Ja, will ich die jetzt einfach mal im Vorfeld angreifen? Vielleicht hilft uns das. Außerdem wollte ich noch mal gucken bei Fraktionen, ob sich da irgendwas tut, ne? Weil Mutanten, Plünderer. Ich denke, das sind die Plünderer, ne? Die uns immer angreifen. Ich bin nicht ganz sicher. Die Mutanten scheinen irgendwelche heftigen Sachen zu Leute zu sein, die auch so eine Gasmasken und sowas tragen, wenn ich das richtig sehe. Hier, das hier, die Plünderer. Das sind Piraten, die dafür bekannt sind, schwächere Siedlungen ins Visier zu nehmen. Sie sind weniger gut ausgerüstet. Ich vermute mal, das sind die. Und wir haben 5 Inseln mit 49 Feinden. Das müsste ja dann tatsächlich, wenn wir die töten und auch wenn die hierher kommen, müsste das doch eigentlich weniger werden. Und das Ziel ist doch dann einfach gegebenenfalls, dass wir die alle töten und dann sind wir hier durch, oder was? So, das möchte ich gerne brutzeln. Haben wir noch Wasser? Ja. Okay, gut. Dann lass uns mal los. Wie viel Munition habe ich? Ich habe jetzt 50 Armbrustbolzen. Ich würde tatsächlich noch ein paar mehr machen. Das wäre mir, glaube ich, ganz wichtig. Lass mal gucken. Haben wir noch Metall hier? So, dann bauen wir uns noch ein paar Bolzen dazu. Dann haben wir 60. Haben wir 70. So.
Ich will die einfach alle komplett killen. Komm mal, Kohle kann noch rüber. Holz kann noch rüber. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ich weiß auch nicht, wann jetzt der letzte Angriff war. Ich glaube aber in der letzten Folge, ne, wenn ich mich recht erinnere. Wir müssen halt vorbereitet sein. So, ich esse jetzt das hier noch. Dann trinke ich noch ein Wasser. Wenn er ready ist, esse ich das. Und dann düsen wir los. Und dann muss ich natürlich wieder sammeln gehen. Wir brauchen Loot, Loot, Loot. Jede Menge Loot. So, Krabbe erstmal weg. Ich will ja dort auch looten. So. Und das esse ich auch. Okay. Gut. Nein, zu. Zu. Nein. Machst du jetzt diese. Mach jetzt die Tür zu, verdammt. Hallo. So, okay. Gut, wir sind erstmal so weit genährt. Okay, dann fahren wir da jetzt rüber. Und ich versuche von weitem mit dem Tretboot jetzt hier eine Runde. Ich häng fest. Ich häng fest! Nein, andersrum. So. Okay. Okay, los geht's. So, da hinten wollen wir jetzt hin. Mal gucken, was die für Loot haben, Leute. Ich bin sehr gespannt. Das würde mich interessieren. So, hier habe ich meine Armbrust. Ich werde mal so weit ranfahren, wie es geht. Guck mal, da sehe ich doch schon Buddies oben stehen, ne? Aber wenn ich die sehe, sehen die mich auch. Wie viele sind das? Oh mein Gott. Und die Frage ist, wenn ich die angreife, greifen die mich dann zu Hause auch an? Mutantenfloß. Es sind doch Mutanten. Ich treffe die nicht. Ich treffe die nicht. Oh mein Gott, ich verschieße hier alles. Die müssen schon sitzen, die Pfeile, ansonsten haben wir gleich ein Problem. So liegt. Okay, Nummer zwei. Okay, warte mal. Was habe ich vergessen? Ich habe vergessen, mir einen Trank oder sowas mitzunehmen. Das war sehr clever. Er trifft mich aber auch nicht, ne? Er ist genauso dusselig. So, hier oben. Treffe nicht. Und einen noch. Liegt. Nächster. Ich glaube, jetzt muss ich einmal rum. Können wir bitte drehen? Geht das? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele das waren, ne? Aber ich denke mal, wir haben sie noch nicht gekillt. So, ich hoffe, wir finden sehr viel Loot. Hier ist noch einer. Ah, shit, verschossen. Mann, beweg dich doch jetzt nicht. Du Sack. Treff dich nicht. Der hat eine Keule.
fliegt. Hä? Der liegt auch schon? Okay, warte. Jetzt drehen wir noch mal rein hier. Da hinten, ich sehe noch einen. Zwei. Schön den Rücken. Guck mal, die haben gar keine Gesichter. Hä, wie creep. Doch, die haben Gesichter. Kopfschuss. War's das? Hier ist noch einer. Hier sehe ich ihn. Stopp. Come on, Kopfschuss. Okay, hört sich an, als ob ich es geschafft habe. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier landen, wie ich hier anlegen kann. Hier vielleicht. So. Okay. Leute, wir haben's. Aber jetzt würde ich auch gerne wissen, ne? Bei Fraktion. Ah ja, guck mal, ist weniger geworden. Ich weiß nicht, wie viel es vorher waren. Ich habe wieder vergessen zu gucken. Das wäre halt schön, wenn da nochmal eine Markierung wäre, wo steht, wie viel haben wir denn jetzt tatsächlich. Toll. Hier ist gar nichts drin, ne? Niedergemäht. Waren jetzt drei, habe ich jetzt gesehen. Achso, die kann ich nicht. So, ich nehme natürlich jetzt das ganze Floß auseinander, ganz klar. Die werden ja sicherlich nachspawnen. Es sei denn, das ist so gedacht vom Spiel oder von den Entwicklern, dass, wenn alle weg sind, dass wir dann das Ziel erreicht haben oder so. Kann ja sein. Nee, das Boot interessiert mich. Boah, das würde ich ja gerne haben wollen, ne? Hier ist einer. Ein bisschen Wasser für mich. Nummer 4. So. 5 und 6. Also 6. Waren das jetzt nicht mehr als 6? Wie viele Pfeile habe ich verschossen? Unfassbar viele. 70 hatte ich, glaube ich, ne? So. Das kann ich auch nicht. Oha. Quadratischer Tisch und nur Dekoartikel. Ja, okay. Und Sachen, die ich verkaufen kann. Okay, okay. Ja. Dann gehen wir mal hoch. Hallo. So, hier. Kartoffel, bisschen Scrap Metal. Okay, nice. Okay, Mobiltelefon ist jetzt rausgefallen. Spring kurz ins Schiffchen. Wait. Ach, hier ist auch noch einer, ne? Nummer 7. Also 7 Mutanten waren das jetzt irgendwie hier. Da ist auch noch Zeug drin, ne? Okay, dann packen wir mal rüber. So. Es wird schon wieder dunkel. Wie kann das sein? Der Tag ist einfach... Ich hoffe, dass bald dieses... dass man die Uhrzeit einstellen kann, beziehungsweise die Tageslänge und so weiter einstellen kann. Ich glaube, das ist noch in der Mache. Das wäre super wichtig. Also mir ist das super wichtig.
dass wir das machen können, weil das ist mir echt zu kurz. Also da hast du ja kaum Zeit. Wirklich. So. Ah, hier. Oh, nette Hose vielleicht mal. Quietschrot und ein hässlicher Rock. Okay, nice. Okay, ich nehme mal eine rote Hose. Ne? Das kann man ruhig machen. Das kann man ruhig mal machen. So, und hier, ja. Am liebsten hätte ich das ganze Floß jetzt eingenommen, ne? Oder mitgenommen. Aber gut, ich glaube, wir haben alles. Das wird ja bald wieder respawnen, denke ich mal. Und wir können nach Hause. So. Let's go. Warte mal. Da muss ich hin. Und ja, ich baue mir jetzt eine Flagge für unsere Base, damit ich das immer schnell wiederfinde. Das gab es nochmal als Hinweis. Das mache ich jetzt. So, dann lass uns mal gucken, ob wir den Ofen gebaut bekommen. Ich müsste aber erstmal, glaube ich, noch ein bisschen mehr Fläche schaffen, weil die Base relativ klein ist. Und das ist mir... Wir brauchen mehr Fläche, damit ich Sachen hinstellen kann. Und ich würde gerne unten das ein bisschen zumachen mit Wänden. Und außen so einen Wehrgang haben wollen. Das wäre ganz cool. Ich versuche das gleich mal zu zeigen. So, stopp. So. Lass die Truhe jetzt bitte. So, so, so. Achso, warte mal, den Blueprint kann ich, warte mal, war hier noch ein Blueprint drin? Den kann ich verkaufen. Ach, das ist die Verkaufstruhe, ne? Stimmt, das wollte ich alles verkaufen hier. Das kann da auch rein. Hosen würde ich tatsächlich behalten. Also Klamotten würde ich tatsächlich behalten. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So, also was ich mir jetzt dachte ist, die Fläche ist zu klein, ne? Also wir brauchen eigentlich mehr Fläche untenrum. Aber das können wir vielleicht auch später erweitern. Jetzt würde ich gerne schauen, dass wir hier, also hier können wir einmal zumachen. Also hier ziehen wir eine Wand lang bis hier. Dann gehen wir hier einmal komplett rum. Hier, hier und hier wieder. So, dann haben wir hier so einen Wehrgang. Das heißt, wir machen hier auch einen Durchgang, damit wir hier außen laufen können, falls die uns vom Wasser aus angreifen, dass wir die dann abballern können. So, das ist wichtig, weil sonst, ne? Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Hier müssen überall noch Fackeln hin und ein bisschen Licht. Und dann sind wir vielleicht ein bisschen mehr safe. Und dann machen wir das hier zu. So, und oben kommt dann die nächste Station. So dachte ich mir das jetzt erstmal. Ja. So ist der Plan. Brauche ich mal Kaffee. Übrigens ist heute vormittags. Ich habe ewig schon nicht mehr vormittags aufgenommen. So gut. Großartig. Beste Aufnahmezeit. Liebe das. Am Wochenende vormittags. Ich wiederhole mich auch ständig, ne? Okay. Warte, ich pack mal Stuff weg. Ich pack mal erstmal Stuff weg. Bisschen das hier, bisschen das, das, das. Wir brauchen mehr Kisten, das ist mir auch bewusst. So. Klamotten packen wir wieder in das andere Ding. Wir haben hier schön Stöffchen. Wasser trinke ich direkt. Brauchen wir sowieso. Dann machen wir hier. Wo habe ich die Klamotten? Die habe ich hier, ne? Ah ja, genau. Klamöttchen rein. Teile bleiben erstmal hier. So, dann hole ich mal den Rest noch von dem Stöffchen. Alles nehmen. Sehr gut. War leicht laut gerade. Und wir sollten schlafen, wenn das geht. Bett war oben. Wenn ich denn kann. Vielleicht machen wir diesmal durch. Vielleicht machen wir einfach durch. So. Haben wir auch noch Klamotten? Nö, aber Essen. Wir haben Essen. Ich vermute mal, wir können später anderes Zeug kochen, wenn wir den besseren Grill haben. So, das kommt hier rein. Ich möchte auch ein bisschen Dekoration machen, ehrlich gesagt. Aber dafür müssen wir erstmal die Base ein bisschen ausbauen.
So, das hier können wir lernen. Dekorative Möbel, zack. Das kommt hier rein. Und wir sollten zum Händler gehen. Vielleicht kaufen wir uns da ein bisschen Stuff. Leute, das, ich glaube, das ist auch eine gute Idee. So, halt. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Ich versuche jetzt mal ein paar Wände zu bauen. Ich wollte aber ursprünglich Glaswände haben, weil dann, also vor allem hier unten, dann kann man das schön sehen, ne? Das würde ich tatsächlich besser finden. Lass mal gucken. Hatten wir nicht Glaswände hier oder verwechsel ich gerade das Spiel? Ne, hier doch. Wir brauchen Glas und Schrottmetall. Wie viel Glas haben wir denn? Und kann ich vielleicht später auch Glas selbst herstellen? Glas, Schrottmetall. Wir haben gar nicht so viel Schrott, ne? Wir müssen tauchen gehen. So, aber wenigstens ein paar von den Dingern. Also vor allem hätte ich gerne hier Glas. Es muss nicht überall sein, ne? Also hier hätte ich gern Glas. So. Hier. Ist das richtig? Ja, ne? Das ist richtig. So, dann brauchen wir hier irgendwie einen Durchgang. Den machen wir dann wahrscheinlich hier hin. Das ist mir alles zu klein. Ich meine, könnte ich vielleicht oben größer ausbauen als unten, ist die Frage. Das geht nicht, ne? Ich glaube, haben wir eigentlich Fundamente? Jetzt muss ich noch mal kurz schauen. Haben wir eigentlich nur, also nicht Fundamente, Metallboden. Die Frage ist, wie weit können wir den nach außen bauen, ne? Ohne diese Stützen. Das wäre halt nochmal interessant zu wissen. Na, jetzt haben wir erstmal zwei Glaswände. Dort. Das hier muss auch woanders hin. Dann machen wir hier einen Durchgang. Hier. Und hier. So. Dann machen wir, wenn das geht, wenn ich noch genug Stuff habe, aber glaube ich, wir müssen, wie gesagt, tauchen gehen. Nehmen wir jetzt hier die klassischen Wände? Oder machen wir da auch Glaswand? Eigentlich können wir da auch Glaswand machen. Come on, Gönnung. Hier Glaswand. Dann haben wir einfach mehr Licht. Finde ich eigentlich ganz gut. Und hier auch. So. So, ist das hier schon mal zu? Hier müssen wir noch mal eine Tür reinmachen. Wenn das geht. Ist das notwendig? Fragezeichen. Weil hier, also eigentlich können wir hier auch offen lassen, ne? Aber wenn die von der Seite dann kommen und reinschießen, wäre auch nicht so nice. Dann wäre es schon besser, wenn wir hier eine Tür hätten. Ja, wir machen uns eine Tür. So, und dann hier müssen wir noch allgemein Türen reinbauen. Aber jetzt haben wir kaum noch Metall. Okay. So. Das wäre die untere Ebene. Ist mega klein, wie ich finde. Aber die Forschungsbank und Küche und so, das können wir ja vielleicht nochmal nach außen bauen. Vielleicht machen wir aber hier noch einen weg und bauen hier einfach noch an. Das bleibt uns. Das können wir ja machen, wie wir lustig sind. Oder wir sagen, wir bauen hier hinten. Nehmen wir den unteren weg, wir können das ja abbauen und dann machen wir hier noch ein paar Fundamente und machen hier die nächste Plattform oder sowas. Auch das ist möglich, ne? Oh. Hier mache ich eine normale Wand, wenn ich noch Stuff habe. Ja. So, dann ist das zu. Okay. Sehr gut. So, dann machen wir oben Ceilings drauf. Und dann passt das. Alright. So, die Frage ist jetzt, wann kommen die Dullis wieder zurück? Und werden die wieder größer? Ich schreibe mir jetzt mal 26 auf von den Mutanten.
Schreib mir einfach mal 26 auf. Wenn die danach spawnen. Es sind drei Inseln von denen. Und dieses Ding da hinten haben wir jetzt erstmal eliminiert. So. Was vielleicht hier nochmal interessant wäre. Obwohl, vielleicht auch nicht, weil ich habe jetzt überlegt, ob ich hier so eine halben Wende noch rumziehe, damit wir so ein bisschen geschützt sind. Aber was ist, wenn die hier vorne hinkommen? Dann kriege ich die ja gar nicht weg. Oder vielleicht doch. I don't know. Naja, wir müssen jetzt auf jeden Fall farmen gehen. Das ist, hat absolute Prio. Wir brauchen sehr viel Stuff. So, das heißt, Holz haben wir. Wir haben... die anderen Sachen haben wir auch relativ gut. Hier so Gummi. Gummi fehlt uns... Nee, Gummi fehlt uns auch extrem. Müssen wir unbedingt farmen. Also mit Scrap Metal und Gummi ist ganz wichtig, damit wir dieses hier bauen können. Den Ofen. Und den verbesserten Grill, da brauchen wir auch Gummi. Oha. Wir brauchen erstmal den Ofen und wir müssen gucken, ob wir Metall finden. Das ist auch nochmal wichtig. Und wir sollten Sachen verkaufen vielleicht. Gut, wo waren wir denn stehen geblieben? So, lass mal gucken. Hier ist ein Dorf, da haben wir erst 71%. Die Villa, da habe ich jetzt soweit, wie es möglich war, fast alles gelootet. Bezirk 43, da geht noch einiges. Bei uns haben wir auch noch so viel offen. Wie wäre es, wenn wir einfach mal... Das Mutantenfloß ist nur zu 93%. Okay. Nun gut. Ich werde mal ein neues Fragezeichen aufdecken, ja? So, das esse ich. Das reicht mir nicht, das ist zu wenig. Können wir noch irgendwas kochen? Das kann rüber. Das packe ich noch eben weg. Tränk nehme ich. Das passt. Vielleicht finden wir auch unterwegs noch was. So, und dann müssen wir auf jeden Fall noch eine Einkaufstour machen. Jetzt würde ich aber erstmal eine Loot-Tour machen. Und dann würde ich eine Einkaufstour machen. Aber erst muss ich noch was futtern. Packe ich den ganzen Kram hier nochmal rein. So, und dann können wir los. Und dann werden wir mal, ich will ja die Fragezeichen aufdecken, ne? Guck mal, wie viele Fragezeichen wir haben. Dann werden wir mal, bevor wir jetzt hier diese Sachen noch weiter looten, hier vielleicht, zu dem Ding, oder zu... Wo ist denn der Händler? Der ist hier. Komm, wir gehen mal dahin. Wir gehen mal dahin. Das könnte diese Polizei sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich brauche Holz. Oh nein. So. Okay. So, gib mir Nahrung. Let's go. Wir müssen los. Es ist 7:30. Come on. Ja, ich finde die Glasfenster halt mega nice, ne? Gefällt mir wirklich. Und dann kann man hier auch schön gucken immer. Wenn da jemand kommt und dann gehe ich halt raus und dann baller ich die ab. Aber hier so eine Brüstung, oder wie das heißt? Brüstung, ne? Wäre schon, glaube ich, auch nicht verkehrt. So, gebratene Brasse. Und Holzkohle kommt weg. Okay. Ich reiße die Wände auch nochmal ab. Und dieses Tor, die Tür... I don't know. So, let's go. Wir stechen in den See. Habe ich gerade meinem Schiff wehgetan? Das hat irgendwie Haltbarkeit, sehe ich. Unten rechts, glaube ich. Das müsste die Haltbarkeit sein. Okay, wo wollen wir hin? Ich will... Wo wollte ich jetzt hin? Da. Bin auf der falschen Seite. Oder dahin. Da können wir auch dahin gehen. Also genau in die Richtung. Das ist schon völlig okay. Einfach nur ein neues Fragezeichen einmal aufdecken.
und looten, was das Zeug hat. Vor allem Scrap Metal und Gummi brauchen wir, Leute. Wir brauchen Unmengen an, von dem Zeug. Ich glaube, das Ding werde ich als nächstes auseinandernehmen. Aber darauf brauchen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Muni. Was war das jetzt hier? Bisschen mehr Muni und Stuff. Vielleicht ist da eine Armbrust nicht ausreichend. Apartments. Neue Lage. Hier werde ich mal kurz bleiben. Lass mal gucken hier. Nein. Hui. Oh, okay, nice. Boah, gib mir alles. Ich will einfach alles haben. Oh, Jakobsmuscheln können wir uns schön kochen. Stuff machen. Hier gibt es ganz viel Stuff. Sehr, sehr gut. Gib mir Komponenten. Sehr gut. Okay, einfach nur. Ich habe schon wieder vergessen, die Flagge zu bauen, Leute. Was ist da los? Okay, hier sind Schwertfische. Okay, hier ist einiges an Stuff. Hier ist auch ein Auto. Oh mein Gott. Ölgemälde. Ja, und vor allem, das müssen wir ja dann auch mal aufhängen. Wir haben elektronische Teile gefunden. Oh, ich glaube, hier ist richtig insane. Wo ist mein Schiffchen? Da. So, ich packe erstmal das hier ein. Elektronische Teile. Holz das. Das stackt dann später noch. Klebeband. 6 Komponenten haben wir schon. Dann haben wir noch ein bisschen was davon. So, und die Jakobsmuscheln. Okay, let's go. Boah. Wo ist das Auto? Da. Brauche vor allem Metall. Glas, Metall, Gummi, sehr viel Gummi. Die Dinger sind richtig gut. Boah. Richtig, richtig, richtig gut. Okay, hier ist Gummi. Muss erst hoch. Muss erst hoch. Ich komme gleich wieder. Ja. Gummi, Gummi, Gummi. Ah, hier, das ist so ein kleiner Brunnen. Mit so Bänken und sowas. Okay. So. Schönes Regal. Okay, da ist noch eine Tonne. Und dann gehen wir erstmal da oben hin. Oh mein Gott. Wofür brauchten wir nochmal elektronische Teile? Da gab es irgendetwas, wofür ich das brauche. So, okay. Dann gehe ich mal hier rüber zu den Autos. So, gehe ich da. Ich glaube, die Autos fahren wir jetzt erstmal. Dann kriegen wir am meisten Metall und sowas. Okay, ich muss erst hoch. Jetzt lass mich doch raus. Hallo. Oh mein Gott. So, Leute. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bin ich jetzt zu weit hier? Dann werden wir noch ein bisschen looten, bis das Schiffchen auseinanderplatzt. Und dann bringen wir das nach Hause. Oh, hier ist richtig geil. Bei den Apartments. Da werde ich, glaube, da wird jeder Loot-Freund sehr, sehr glücklich werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis übermorgen. Tschüss.